Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 710. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen jetzt erstmal 80 Millionen Fisch aus dem Kalender. Das ist ganz nice, damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Wir können heute probieren, ohne Zahn wieder aufs nächste Level zu füttern. Den hat man ja gestern zu einer für die Sammlung losgeschickt und der könnte uns ja, genau, er hätte uns was mitbringen können, hat er natürlich nichts, also jedenfalls nichts Relevantes. Das ist ein bisschen mies, aber okay. Dann können wir jetzt erstmal die ganzen Kollegen losschicken, sodass wir ohne Zahn jetzt füttern können. Das geht nämlich ganz easy. Und zwar können wir ihn jetzt einmal füttern. Los geht's. Und hier nochmal. Und damit kriegen wir den jetzt gleich auf Level 118. Und dann ist er wieder auf einem guten Weg auf jeden Fall. Auf Level 124 wollen wir ihn ja haben. Wird noch ein klein wenig dauern, aber sollte man schaffen. Dann kann der Kollege erstmal wieder neu los. Hier, wo wir ihn haben wollten. 4 Stunden wieder. Und dann such mal, ob du was findest. Der Kollege hat erstmal, also Johann hat erstmal nichts für uns. Hier haben wir noch zu viel Holz und Fisch zurzeit drinnen. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen was einsammeln, damit das alles auch klappt und hinhaut. Und dann kann der Kollege los, der Kollege. Ihr könnt auch wieder zum Holz. Hier haben wir noch eine Jahrsteinstatue. Heute leider nur eine, aber gut, ist in Ordnung. Kann nicht immer viel sein. Und dann können wir einmal hier oben den ersten Kollegen zum Eisen schicken. Hier können wir nochmal den ganzen Fisch einsammeln, um dann unseren Schmeichler noch zum Eisen zu schicken, also auch noch zum Eisen, und zwar so. Und dann müssen wir noch ordentlich Holz einsammeln, damit wir Staubwiller auch noch zum Eisen schicken können. Staubwiller haben wir ja hier hinten, das wisst ihr ja, der hockt ja hier rum. Genau, du kannst auch erstmal wieder los, let's go. Hier haben wir wieder 2 Leute aus dem Titantraining, nochmal hier vorne das Huhn, das kann auch wieder los. Gut, das Huhn, das ist ja billig, das braucht man ja nie nennen, weil bringt erstens nur 2 Eisen und zweitens ist es nur für einen Fisch, also das kriegt man ja schnell. Dann können wir einmal hier im Glücksrad drehen. Er ist erstmal kein Titan geworden, das heißt, der kann erstmal wieder los. Du bist in 16 Minuten zurück aus dem Training. Na gut, müssen wir mal gucken, ob wir dann noch live, beziehungsweise ob wir dann, also ob wir es noch im Video schaffen oder nicht. Du kannst erstmal wieder los und dann haben wir hier soweit erstmal alles eingesammelt, was die einzelnen Drachen angeht. Müssen wir mal gucken, wer war denn noch so im Training. Genau, du bist immer 15 Minuten im Training. Der Kollege müsste mal gefüttert werden. Ist ein bisschen schwierig, wenn man immer so wenig Fisch hat. Und wie sieht es sonst aus? Du müsstest auch mal wieder ins Training. Wir haben da bestimmt noch... Ne, wir haben kein Holz mehr. Das haben wir gestern alles aufgebraucht. Stimmt, ja. Da war ja was. Gut. Dann können wir jetzt erstmal hier oben noch unseren Muffel losschicken. So. Und der kann erstmal wieder weiter normal. Und gratis. Los geht's. Dann können wir einmal unsere Legendären losschicken. Einmal der grüne Tod hier. Dann haben wir hier drüben noch unseren Immerflügler. Und unten dann noch den großen Überwilden. Der kann natürlich auch wieder ganz normal los. Und zwar einmal einsammeln. Sammeln 150 Bernsteine. Können wir. Wir können heute sogar zweimal traden. Das ist eigentlich. Also ich glaube zumindest. Genau, für 2 Bernsteine. Na los, dann machen wir das. Dauert diesmal wieder ein bisschen länger. Aber wir können für 2 Bernsteine los. Das ist auch ganz gut. Dann können wir uns auch mal angucken wegen Drachenstattung. Könnten wir prinzipiell auch eine neue kaufen? Wir haben hier noch 3 rumstehen. Wir müssten prinzipiell, ich glaube, sogar noch mehr irgendwo haben, aber vielleicht auch nicht. Das weiß ich gerade nicht ganz hundertprozentig. Gut, hier haben wir noch die Donnertrommler. Wir können auch mal ein bisschen umbauen, ne? Das wäre auch mal geil. Damit wir das alles an einem Fleck haben. So, haben wir die. Du kannst erstmal hier rüber. Dich brauchen wir doch nicht, weil das ist ja keine Drachenstatue. Das heißt, wir haben 2 Level 2er Drachenstatuen. Okay. Hier oben, wie sieht es hier aus? Genau, hier haben wir gestern die ganzen Dinge abgebaut. Das heißt, die können wir jetzt alle einsammeln. Also die ganzen hier, ihr wisst, was ich meine, Steine. Hier können wir beschleunigen, kriegen nochmal 120 Millionen. Hier können wir nochmal beschleunigen, nochmal 120 Millionen. Das dauert noch 2 Tage, das hier dauert noch 5 Stunden, das dauert 1 Tag 5 Stunden. Also das geht dann auch, das kriegen wir die nächste Zeit dann auf jeden Fall auch fertig. Dann haben wir dann noch weitere Drachenstatuen oder sind das schon alle? Das könnte sogar sein, dass das alle waren. Was haben wir hier? Hier war auch noch... Na gut, das sind die Raufenstatuen. Okay. Ansonsten haben wir keine weiteren Drachenstatuen hier erstmal stehen. Hier hinten haben wir noch nichts. Hier können wir jetzt nichts einsammeln. Gut. Da können wir uns nämlich heute mal angucken. Wir haben ja prinzipiell genug. Guck mal, der Kollege... Ja gut, die hat man so gezogen. Wieso haben wir die Donnertrommelstatue? Ach genau, wir haben ja hier 2x Baywatcher. Deswegen. Gut. Wahnsinnige Sipper haben wir auch wegen denen. Okay. Schiffbrecher? Ja gut, kann man machen. Öffnen wir erstmal die 2 Gratis-Pakete. Das ist erstmal standardmäßig. Und dann nehmen wir hier nochmal die Unismarken mit. Können dann einmal Sturmschneid, Knochenräuber und Skrill mitnehmen. Sehr schön. Hier noch ein bisschen Holz, bisschen Fisch und ein paar Runen. Okay.
Dann öffnen wir das zweite Paket hier gleich noch hinterher. Let's go. So, dann nehmen wir das nächste Gratis-Paket mit und können dann hier noch einmal Knochenräuber... Oh, schade, Wirkenspringer, sonst wäre es mal fast das gleiche gewesen. Hier ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und ein paar Runen hinterher. Wunderbar. Ne, weil dann können wir mal gucken wegen... Erstmal können wir kurz hier reingucken. Befreizerbrecher. Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Also Leute, wenn ihr so viel Uinsmang habt, der Kollege ist echt gut. Das Training ist so mittel. Das ist so, also hier orange und gelber Bereich. Gelb-grüner Bereich. 30,4 Millionen Holz und Fisch. Und 6 Stunden, 30 Minuten unterwegs. Also das ist echt ein guter Sammler. Kann ich euch nur empfehlen. Den könnt ihr euch auf jeden Fall ranholen. Dann hat man noch den normalen Panzerflügler. Ja gut, der ist halt, der sammelt fast nur halb so viel. Aber trotzdem erstmal für den Anfang ganz gut. Aber 30 Millionen ist halt übelst gut, ne? Kann ich nur empfehlen, den könnt ihr euch wirklich ranholen. Weil Befreizerbrecher ist echt geil. Da kann man echt gut sammeln mit dem. Dann haben wir jetzt hier unsere 4 Drachenstatuen. Und können gleich mal reingucken wegen einer weiteren. Weil im Prinzip hätten wir ja mal wieder ein bisschen für ein paar. Ich muss halt mal schauen. Genau, wie sieht's denn aus? Wir haben halt, wir brauchen halt irgendwie Drachen, die gut sammeln. Wir können zum Beispiel für solche Leute, also für Rüstungsflügler, Panzerflügler eher gesagt. Ansonsten müssen wir mal gucken, aber wir haben auf jeden Fall für ein paar. Für Wache könnten wir, es gibt für Nachtlichter keins, ne? Das wäre geil. Also für Nachtlichter müssten sie eigentlich auch mal demnächst rausbringen. Aber da bin ich mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall noch Eroptodon. Feuerwurm, na gut, Feuerwurm haben nur einen, den wir nutzen. Glutkessel haben wir, ich glaube, gar keinen, den wir nutzen. Huhn würde halt nur mehr Fisch bringen, aber nicht brauchbar für uns. Höhlenbrecher haben wir eigentlich auch nur einen, den wir nutzen. Kettenschwanz, Knochenräuber, leuchtender Fluch. Panzerflügler wäre halt schon lit, könnte man machen. Wobei der mehr Holz bringen würde und wir haben ihn ja hier als Fischsammler angestellt. Na, weiß ich nicht, ob man das da so sinnvoll gebrauchen kann. Den wollten wir eigentlich auch nochmal nutzen. Wie sieht es denn mit Herzschwärmer aus? Also allgemein mit denen. Weil hier, für die haben wir alle. Der hat eine Statue, der hat keine. Okay, gut. Könnte man auch gucken. Wobei das dann, ich glaube, euer Holz boostet. Eine Skrill-Statue, haben wir die denn schon? Nee, die haben wir noch nicht. Schauen wir mal. Die müsste ja irgendwo hier sein. Nachtterror. Nachtterror hätten wir auf jeden Fall. Schreckende Meere, auch geil. Schwertstiller, Skrillstatue, genau. Bringt aber auch nur 31% Fisch. Was halt jetzt nie ganz so viel ist, aber Holz wäre halt geiler. Sturmschneid bringt mehr Fisch als Holz, das ist ein bisschen Mist, müsste es andersrum sein. Der Kollege kriegt, Tiefseespalter könnte man gut machen. Tödlicher Nadder eher nicht. Wandsdrache, ja, da haben wir halt leider noch nicht den Big Boss. Der fehlt da leider noch. Ja, wäre ich eigentlich für ein Skrill. Wobei Tiefseespalter halt auch geil ist. Wir können nur Ene nehmen. Ene, Mene, Mu und wir nehmen den Tiefseespalter. Den Tiefseespalter, den können wir hier empacken. Da haben wir dann auf jeden Fall eine neue Statue hier, eine neue Drachenstatue. Was auf jeden Fall auch richtig, richtig geil ist. Kann man halt wirklich gebrauchen. Mal, sag ich mal, 10% obendrauf. Das heißt nochmal ungefähr, ich glaube, das sammelt uns, warte, wie viel sammelt denn der? Das sammelt uns ungefähr immer 80, 160 Millionen, das heißt jetzt sammeln wir uns 170 Millionen so ungefähr, was halt echt gut ist. Dann können wir unsere Reisedrachen wieder losschicken. Dann können wir erstmal hier am Glücksrad drehen und schauen mal, was wir bekommen. Ich hoffe vielleicht die Runen, okay, Bernstein wäre halt auch ganz in Ordnung, aber Runen wäre besser. Und wir bekommen die Runen, genau. Jetzt ist die Frage, es sind nur 6 Stück, das heißt, wir behalten sogar nur 2. Das ist ein bisschen wenig, aber egal. Dann kann Hakenzahn wieder los, den können wir gratis noch schicken. Dann haben wir hier noch einmal kurz so ein Würg. Hier können wir am Glücksrad drehen und können hoffen, dass wir das Sammlungsstück kriegen, das wäre ganz gut. Allgemein, ich vergesse das immer. Ich will mich auf die Sammlung vom brüllenden Tod konzentrieren. Aber das vergesse ich immer, meist. Egal. Geht's wieder los, 8 Minuten und dann haben wir hier noch Fleischklops und du kannst, da können wir auch einmal dran drehen und werden wahrscheinlich hoffentlich Runen bekommen. Das wäre ganz in Ordnung, gegen Runen hätte ich nichts, der Rest ist ein bisschen, naja, sinnlos. Und wir kriegen natürlich Bernstein. Wieso sollten wir auch die Runen bekommen? Es sind auch nur 50 Bernstein, also bringt halt echt nicht viel. Gut, kannst du erstmal wieder los, let's go. So, dann können wir einmal das alles einsammeln und können dann hier oben reingehen.
Gut, ach ja, es endet bald, ja, das wissen wir ja. Dann können wir hier alles einsammeln. Ah, wir kriegen... Wir haben heute ja fast gar nichts fertig bekommen. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir müssen uns dann gleich mal drum kümmern, dass wir nochmal einen verteidigen Bergkampf machen. Genau, Hauptsache einen. Ah, Mist, ey. Ja, hier wären wir auch bald fertig. Vervollständige drei Spießenläufe. Ja, gut, sind wir gut dabei. Markenpakete wird schwierig. Früchte erweisen. Könnte man machen. Öffnen wir erstmal ein Season-Geschenkpaket. Let's go. Und wir bekommen Fisch, Holz, Fisch, Runen und nochmal Runen. Okay. Gehen wir langsam wieder Richtung 2000 Runen. Hier haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, wir haben nur Pakete hier drin, ne? Das heißt, wir haben 19 Pakete. Damit lässt sich was anfangen. Wie sieht es denn hier Aufstiegskammer aus? Kamen wir denn mal wieder ordentliches Duplikat? Nee, nur zwei. Hier haben wir auch nur drei doppelt. Das bringt gar nichts. Okay. Gehen wir erstmal den Spieß noch rein. Da geht leider nur noch ein Tag, ne? Wir haben halt nicht mehr... Den werden wir nicht schaffen. Nicht komplett. Habe ich einfach zu wenig gezockt in letzter Zeit, aber ist ja auch egal. Aber den Spießenlauf werden wir nicht ganz fertig kriegen. Weil ihr habt es gesehen, da geht noch ein Tag. Wir müssten halt jetzt nochmal 5 Kämpfe schaffen. Dann müssen wir morgen 5 Kämpfe schaffen. Das wird halt alles ein bisschen knapp, weil wir halt auch noch keine Leben mehr haben langsam. Aber wir können mal gucken. Holen wir uns den erstmal weg. So, dann können wir einmal die Schwäche von unserem Sturmschwert auf den Kollegen geben. Damit machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Also einmal so. Greifen wir mit dem Skrill normal an. Greifen wir mit der Zweierattacke von unserem Knochenräuber an. Und heilen uns erstmal wieder, beziehungsweise geben uns Stärke. Und dann einmal hier nochmal. Müssen jetzt gucken, dass wir am besten gleich unser... Also nochmal die Heilungsattacke raushauen können. Das wäre ganz schön. So, hier jetzt die Heilungsattacke. Das heißt, erstmal können wir hier die Zweierattacke geben. Gehen jetzt auf die Heilungsattacke. Wunderbar. Greifen wir den Knochenräuber normal auf den erschütternden Rüttler an. Damit haben wir den sogar fast weg. Noch nicht ganz, aber fast. Der geht auf unseren Sturmschneid. Ist assi, aber okay. Einmal so, dann ist der schon mal weg. Dann geht man hier nochmal Schwäche. Greifen wir den Knochenräuber nochmal normal an. Und mit dem Skill auch nochmal normal. Und dann haben wir den ja auch schon wieder weg. Und zwar jetzt. Wunderbar. Sind wir in der letzten Welle. Hier ist natürlich eine Bosswelle. Aber die Welle kennt man ja bereits eigentlich aus anderen Kämpfen. Geben wir einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid. Dann die Stärke auf unseren Knochenräuber. Damit hat der Knochenräuber von Gegnern noch die Hälfte Leben. Die kriegen wir eigentlich, ich denke mal, weg, wenn wir die Dreierattacke von unserem Skill einsetzen. Das sollte den komplett besiegen. Genau 813 Schaden, kannst du nicht meckern. Hier machen wir auch nochmal fast 400. Auch sehr schön. So, dann einmal normal, das macht auch nochmal 100. Dann hier nochmal die Zweierattacke. Dann nochmal eine neue Stärke. 600 Schaden nochmal, wunderbar. Jetzt gehst du auf unseren... Okay. Einmal normal. Einmal die Schwäche. Und dann hier nochmal normal. Boom. 581 Schaden gewonnen. Kriegen zwei Glücksräder. Wunderbar. Let's go. So, dann drehen wir mal am Glücksrad. Und wir bekommen einmal Fisch. 112 Millionen. Let's go. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Und hier kriegen wir noch einmal eine... Holz. Holz. Ich dachte schon eine Aktion. Das wäre geiler gewesen. Aber nee, wir bekommen Holz. Dann gibt es hier einmal 100 Runen für uns. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Haben damit jetzt 2000 Runen wieder geknackt. 2016, ja, ist 6 Jahre her. Gut. Ne, 2016 Runen haben wir jetzt. Können gucken, wo wir das ausgeben können. Ich würde sagen, wir können erstmal die Wache hochmachen. Und dann fehlen uns noch ein bisschen, aber ist der bald auf dem nächsten Level. Gehen wir hier wieder rein. Können den nächsten Kampf machen. Ist ein normaler Kampf diesmal. Das heißt, es könnte halbwegs entspannt werden, denke ich mal. Haben zwei Wellen. Erstmal nur Zahnhaken in der ersten alleine. Okay. Greifen wir einmal an, greifen wir mit dem Knochenräuber nochmal an, geben die Schwäche von unserem Sturmschneid. Und einmal so, greifen wir mit dem Skrill nochmal an, let's go. Und dann mit dem Knochenräuber nochmal normal und dann ist der Kollege auch schon weg. So, Knochenräuber, wunderbar. Dann sind wir in der nächsten Welle, es ist die letzte Welle, es sind ja nur zwei Wellen, genau. Geben wir einmal hier die Zweierattacke, greifen wir mit dem Skrill, Knochenräuber nochmal mehr Sturmschneid, jetzt mit der Zweierattacke an und dann mit unserem Knochenräuber nochmal in der Zweier. Damit haben wir von jedem die Zweierattacke einmal eingesetzt. Und jetzt greifen wir mit dem Skrill normal an. Das sollte ausreichen, um den tödlichen Nader wegzubekommen. Dann können wir die Zweierattacke auf den Kronkel setzen. Können dort mit dem Knochenräuber normal eingreifen, dann ist der schon mal zur Hälfte weg. Genau. Und geben dann einmal nochmal die normale Attacke von unserem Knochenräuber. So. Und hier einmal so. Wunderbar. Jetzt greifen wir auf den
brutalen Knochen vom Gegner an, geben da erstmal die Schwäche, greifen dann nochmal normal an und können dann nochmal die Schwäche von unserem Sturmschwert geben, dann nochmal mit dem Knochen normal. Ne, können wir nicht normal angreifen, okay, geben wir nur die Schwäche vom Sturmschwert. Jetzt kriegen wir den aber mit dem nächsten Zug auf jeden Fall weg und haben damit dann auch schon wieder gewonnen. Wunderbar, sehr schön, kriegen wir da zwei Glücksräder, let's go. So, drehen wir erstmal am Glücksrad Nummer 1 und hier gibt es für uns kein Gratis-Paket, schade, sondern ein bisschen Holz, okay. Drehen wir am nächsten und hier kriegen wir wieder Holz und wetten, es sind 300, ne, es sind wieder nur 187, okay, trotzdem. Zu viel Holz, egal. So, wunderbar, sind wir auch genau bei 50%. Ich würde sagen, gehen wir erstmal hier raus, schauen wir mal, wie wir weiter morgen nochmal kommen. Und an der Stelle würde ich auch sagen, wäre es das schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Der Kollege ist jetzt noch zurück. Den könnten wir prinzipiell noch losschicken. Und zwar können wir den zurückpfeifen. Dann kannst du los. Hier drüben ist auch nochmal einer zurück. Den können wir sogar noch füttern. Das heißt, du kannst dann nicht ins nächste Training, weil jetzt haben wir zu wenig. Aber die 12 Millionen kriegen wir noch voll. Und zwar damit. Wunderbar. Da kannst du nämlich gleich wieder ins Training. Da keine freie Minute hier, der Junge. Könnte ihm fast leid tun. Tut er aber, ich glaube nicht. Das darf ich ohne vergessen. Den muss ich auch mal. Du kannst erstmal nochmal ins Training. Damit ist das Training wieder voll. Würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.